Spüre die Macht der dunklen Seite. Ihr genauso. So, und jetzt blitzen. Yeah, unlimited power. So, willkommen zur letzten Runde. Die Rebellenallianz wollte sich auf Horst verstecken. Aber niemand entgeht dem Imperium. Angriff vorbereitet. Korb auf Hot. So, das ist natürlich nicht die letzte Runde, die ich allgemein spielen werde, aber die letzte in diesem Stream. Wir werden einen Kommandoposten erobern. Oh nein, ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ah! So, besiegt. Wunderbar. Wir haben unseren ersten Kill gemacht. Feine Sache. Das sollten wir so beibehalten. Also nicht, dass wir nur einen Kill machen, sondern dass wir noch mehr Kills machen. So, direkt da reinwerfen, wo die alle stehen. Ui, die werfen auch was zurück. Schön, hier gibt es auch, die verteilen auch wieder Geschenke zurück. So, direkt mit der Shotgun hier vorgehen. Ja, das war ein bisschen zu offensiv. Das ist dann wohl Kategorie zu offensiv gewesen. Passiert dem Besten, dass man hier ein bisschen zu motiviert an die ganze Sache rangeht. So, jetzt aber wieder Angriff. Eine von den drei werden wir einnehmen. Du bist hier gerade schon so schön bei dem Kontrollpunkt, bei dem ich auch gerade war. Bei dem bleiben wir auch am besten gleich. Und nehmen ihn ein. Punkt B wird erobert. Habt ihr was dagegen? Sehe ich so. Ist mir aber egal. Blöder Wü... Aha! Hab mich so schnell auf Ivo fokussiert und dann kam von hinten der andere von der anderen Seite nochmal. Ganz, ganz fiese Sache. So, 2000 Kampfpunkte haben wir leider noch nicht ganz, aber gleich. Gleich können wir hier mit 2000 Kampfpunkten loslegen. Der andere steht nur noch dumm da von uns und macht nichts. Das ist natürlich schwierig, wenn wir einen weniger haben. Ich hoffe, er besinnt sich nochmal darauf und spielt nochmal ein bisschen mit. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich weiß gar nicht, ob man aus dem Spiel gekickt wird, wenn man zu lange nichts macht. Oh, da sind schon wieder viele. Da sind schon wieder richtig viele Gegner. Der Kontrollpunkt ist nicht leicht zu holen, da oben der A. Haben einige was dagegen. Oh, das sind echt viele da oben. Also drei sind es mindestens. Mit zwei werde ich auf jeden Fall fertig. Das ist kein Problem. Mit drei weiß ich nicht. Ja, gucken wir mal, ob das was wird. Ich habe vor allem meine... weiß gar nicht, wo meine anderen Kollegen alle sind. Jedenfalls nicht bei dem Kontrollpunkt hier. Doch, einer ist jetzt da. Minikarte sagt, einer ist da. Ja, da ist der andere. Sehr gut. Na dann, versuchen wir es mal zu zweit hier. Den Kontrollpunkt zu halten. Oh, der ist aber noch nicht viel erobert. Oh, da fehlt noch einiges, um den hier zu erobern. Weil die anderen Kontrollpunkte sind auch nicht so viel weiter. Wir haben auch echt nicht mehr so viel Zeit eigentlich. Normalerweise sind die ersten Kontrollpunkte eigentlich immer die leichtesten. Da haben wir uns das letzte Mal... letztes Mal war ich nicht dabei beim ersten Kontrollpunkt auf Hot. Aber da hatten wir uns irgendwie besser geschlagen. Naja. Vielleicht auch, weil der eine nicht mitspielt bei uns. Vielleicht spielt er auch mittlerweile wer mit. Das kann ich von hier aus nicht beurteilen. Ja, wenn ihr jetzt nur da drüben bleibt, ist das kein Problem. Da könnt ihr gerne bleiben. Könnt ihr euch mal eine Granate rüberwerfen. Alles kein Ding. Ja, war nicht ganz so effektiv die Granate. Oh, jetzt kommen sie von beiden Seiten. Versuchen sie uns hier in den Rücken zu ver... Oh, nee, das ist der andere von uns. Jawohl, wir sind zu dritt hier. Und die Gegner haben ein wildes... Chewbacca! Nee, ist es nicht. Das ist nur ein normaler Wookie. Aber auch ein normaler Wookie kann sehr, sehr schnell sehr, sehr gefährlich werden. So, sind meine beiden Kollegen noch da? Nee, ich glaube, doch, einer ist auf jeden Fall noch da. Der kämpft gerade noch gegen die Leute, die da drüben verwirrt rumlaufen. So, einer von uns hat sich auf jeden Fall Darth Vader geholt. Die Attacke, die der Wookie da drüben gemacht hat, war irgendwie aber auch so ein bisschen fehlgeleitet. Oh nein, Granate nochmal. Nein, oh nein. Oh nein, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ganz fiese Sache, definitiv ganz viel, aber so eine fiese Sache. Den Schneetrooper Skin, ja, der wäre hier echt angebracht. So, bevor ich einen Helden nehme, nehme ich mir jetzt nochmal einen ATS hier, auf den habe ich Bock. Und dann verteidigen wir den Punkt A auch, beziehungsweise nehmen ihn ein. Jawohl, wir haben ihn. War jetzt ein bisschen länger gedauert als notwendig, aber Hauptsache, wir haben ihn. Jemand muss Vader informieren. Wir haben die erste Phase unseres Angriffsplans abgeschlossen. Gute Arbeit. Nach dem Stream spiele ich erstmal nicht weiter. Dann brauche ich erstmal eine kurze Pause, bevor es dann weitergeht mit der Premiere von Kingdom Hearts. Unser Angriffsplan wurde aktualisiert. Diese Positionen müssen umgehend gesichert werden. Auf der PS4 mit dem Len 16. So, na dann, ab zur nächsten Position. Hier kann ich meinen ATS ja noch verwenden. So, hier mal nach vorne. Ihnen ordentlich was beibringen. Die volle Macht des Imperiums zeigen. Klappt doch wunderbar hier. So, ihr wollt eine Rakete. Ihr steht so nah beieinander. Das weiß ich doch. Ja, was? Den zweiten habe ich damit nicht erwischt? Nur den einen? Echt jetzt? Das Ding hat null Reichweite. Schade, schade, schade. Ich dachte, ich krieg beide damit.
So, dann noch ein paar Granätchen hinwerfen. Boah, läuft doch hier. Bin hier fast effektiver als so ein Helden in AT-ST, muss ich sagen. Weil er halt echt viel aushält. Und die Gegner echt nerven kann. Wenn jetzt noch einer immer mitkommt und den Kommandopunkt dann schön einnimmt, dann kann man mit dem quasi im Allein, kann man zu zweit quasi ganz gut den Kommandopunkt einnehmen. So, Jungs. Ihr kriegt gar nicht genug von mir. Das ist schön. Und wir lernen hier besser zu werfen. Oh, da kommen wieder einige da vorne. Gleich mal eine Rakete rein. Sehr gut. So, da sind wir mal kurz überhitzt hier. Ist gerade nicht so vorteilhaft. Kriegen wir aber ziemlich viel Schaden gerade. Da ist echt keiner da, der den Kommandopunkt hier mit einnimmt, oder? Naja, zumindest können wir die Gegner hier ein bisschen nerven. Die waren schon wieder richtig schlecht geschossen, gerade die Granaten. Das muss besser werden. Das muss besser werden mit den Granaten. So, Nummer 15. So, jetzt waren die Granaten besser. Jetzt waren sie definitiv besser geworfen. Jawoll, ja. Oh, direkt mal hier ein bisschen Ruhe geschafft. Sind alle wahrscheinlich beim anderen Kontrollpunkt drüben. So, ich erobere weiter mal A. Und gleich nochmal hier die Granaten reingeworfen, damit die gar nicht erst hier rauskommen, die Gegner. Ja, zumindest die 20-Spieler-Serie haben wir mittlerweile geknackt. Und bald haben wir auch den Kommandopunkt hier geknackt. Oh, jetzt kommen nochmal richtig viele Gegner. Jetzt kommen nochmal richtig viele Gegner. Schade, dachte ich, kriege mehr mit den Granaten. Ah, noch einen erwischt. Oh, komm. Was? Den Ewok drüber geschossen. Ah, der Ewok ist doch der natürliche Feind des AT-ST. Wer kennt ihn nicht? So. Ah, der Kommandopunkt ist hier nicht leicht einzunehmen. Der ist auf jeden Fall stark umkämpft hier. So, Jungs. Oh, für euch habe ich noch eine Rakete übrig. Hat leider nur... Was? Hat gar keinen von den beiden erwischt. Na, egal. Ich hoffe doch, dass wir hier im Vorteil sind. So, Kontrollpunkt wird erobert. War da schon alles, was ihr könnt? Nee, ihr kommt hier mit Raketen. Das war definitiv anscheinend nicht alles, was ihr könnt. Ah, ein bisschen zu früh, glaube ich. Jawoll. 34 Spielerserie mittlerweile hier. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn, was hier alles geht. So, und wir haben den Kontrollpunkt eingenommen. Ich würde behaupten, das war unter anderem doch ziemlich auch mein Verdienst. So, Kollegen. Jetzt muss ich wohl leider gleich aus dem AT-ST hier raus meine 35-Spieler-Serie beenden. Schade, schade. So, momentan ist echt schwierig im Chat zu schauen. Ich gerade versuche mich hier drauf zu reißen. Nein, ich glaube nicht, dass wir die Arme ausreißen. So, wir schießen mal eine Rakete rein und dann muss ich, glaube ich, auch da... Jawohl, da hinten können wir, noch ein bisschen nerven. Ja, haben wir sogar noch einen Kill gemacht. Ja, wunderbar. So, Killbursche war wieder am Start. So, die Dinger kommen, naja, die schießen sie immer so nach oben hoch. Die bringen uns da nichts da vorne, damit treffen wir keinen. Aber hier können wir auf jeden Fall noch ein bisschen nerven mit. Und vor allem die Rakete, die geht da direkt durch. Und erwischt immer einen, wenn man reinschießt. Es erwischt immer die Richtigen da drinne. So, schöne Sache auf jeden Fall. Ich glaube aber, jetzt müssen wir doch gleich mal... Oh, hier kommen ja Gegner nach vorne hier. Das finde ich gut. So, nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ah, die haben auch Schutzschilder. Ihr habt ja Schutzschilder. Hört doch auf, sowas zu machen. Na komm, geh mal raus. Gammeln wir da hier nicht ewig mit dem AT-ST rum. Auch wieder, hast eine gute Leistung gebracht, AT-ST. Spaß gemacht mit dir. Jetzt müssen wir wieder so hier eine gute Leistung bringen. So, einmal die gute Leistung. Nein, so war das nicht gemeint mit der guten Leistung. Au, 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 da ist ein... Nein, 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 nein. Kaum bin ich aus AT-ST raus, bin ich auch schon wieder tot. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Na, jetzt läuft es eben nicht mehr bei mir. So. Den ISB-Agenten. Warum nicht mal den... Nee, nee, weil wir den Helden lieber nehmen. Komm. Komm, machen wir mal wieder den Mauli. Überraschenderweise nicht wieder Maulskin. Na dann, schmeißen wir unser Lichtschwert mal in den Gegner rein hier. So, und dann kümmern wir uns direkt um Lando hier. So, wieso haben wir Lando nicht erwischt damit? Oh, wir kriegen viel Schaden, aber es hat gereicht für Lando. Wenn die Gegner einen Held weniger haben, ist das auf jeden Fall auch gut. So, hier ist er schon wieder weg. Und dann heißt es jetzt, den Kommandopunkt hier verteidigen. So. Oba ist auch mit am Start hier direkt neben mir. So, komm, gehen wir da mal ein bisschen rüber. Da ist noch mehr Action. Ah, oh, schöner Lichtschwertwurf. Schöner Lichtschwertwurf. Dachte, ich krieg zwar drei, aber... Ups, der gehört zu uns. War nur zwei, egal. Trotzdem schöner Lichtschwertwurf. Nein, die Granate wird dir nichts bringen. Du willst gewürgt werden. Kein Problem, kannst du haben. Wir haben genügend Würgen für alle. Der Feind war ihr.
sie ausgelaugt. Haben wir sie ausgelaugt? Alles klar, dabei sind sie doch gar keine Brezen. Bei Brezen tut man eigentlich einlaugen, wenn man die Lauge drauf tut. Egal. So, ah, der Lichtschwertwurf ist schon eine feine Sache mit Maul, muss man sagen. Da kann man nicht verzagen. Sondern einfach mal einen Lichtschwertwurf wagen. Wer ist das? Ah, Han Solo. Auf Han Solo mit Gebrüll. So, da haben wir gerade ein bisschen einstecken müssen. Ich werde mal ein bisschen nochmal in Deckung gehen. Oh, oh nein, Deckung, 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 Deckung. Ich bin hier gerade in einer ganz schlechten Position. Ja, da waren ein bisschen zu viele. Da waren wir ein bisschen zu motiviert. So, was haben wir denn hier noch auf Lager? Maximal Anzahl verfügbar in 4, 3, 2. Ach, komm. Ja, komm, nehmen wir nochmal einen Imperator. Den wollte ich ja vorhin schon mal nehmen, da hat es nicht geklappt. So, jetzt können wir uns überlegen, welchen Kontrollpunkt wir einnehmen. Wir haben eh beide gleich. So, wunderbar. Wir hätten es auch geschafft, beide einzunehmen sogar. Imperator ist kleine Stufe aufgestiegen. Feine Sache. Nun denn, ab zum letzten Kontrollpunkt. Vorhin haben wir es geschafft. Ich würde sagen, wir schaffen das auf jeden Fall wieder. Wir leben definitiv in den sehr beunruhigenden Zeiten. Das Imperium hier herrscht, ist das definitiv eine beunruhigende Zeit. So, das ist ein Elektroschock und der Kettenblitz war längst, alles klar. So, meine Freunde, wer möchte gekettenschockt werden? Wo sind meine ganzen Artischocken? Oder meine Unartischocken? Da fängt's an. So, Blitze. Schade, dass es das City ist. Finde ich schade, dass er kein Lichtschwert noch dazu hat. Das wäre irgendwie cool. Würde ich begrüßen. So, Kettenblitz, Kettenblitz, Kettenblitz. Spürt die Aura der dunklen Seite und den Kettenblitz. So. Au. Oh, können wir schon wieder machen, den Kettenblitz? Nein, da sind wir schon wieder draufgegangen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, wir spielen einfach gleich nochmal so viele Punkte, wie wir haben. Können wir ja auch mal ein bisschen Imperator spielen. Ja, das ist live. Das ist alles live hier. In Kingdom Hearts ist nicht live, nein. Sind da viele vorne. Da so ein richtig schöner Kettenblitz rein. Das wär's doch jetzt, oder? Machen wir jetzt einfach mal. Vorausgesetzt, wir finden den Weg. Momentan noch so ein bisschen Wegfindungsprobleme. Aber wir werden es auch trotz Wegfindungsproblemen hier nochmal hinschaffen, die Gegner zu besiegen. So, einmal Blitze für dich. Spüre die Macht der dunklen Seite. Ihr genauso. So, und jetzt blitzen. Yeah, unlimited power. Oh, ich bin schon was wieder drauf gegangen. Aber es war cool. Es war cool. Ich habe 4 Spieler gekillt. Und den Kontrollpunkt haben wir momentan auch noch gehalten. Von daher. So, den besonders mächtigen Blitz hier nochmal gegen den Wookie einsetzen. Aber der Wookie hat leider auch irgendwas besonders Mächtiges gegen uns eingesetzt. Und jetzt nochmal. Sollen wir nochmal den Imperator nehmen? Ach komm, jetzt waren wir schon so viel mit dem Imperator unterwegs. Wir sind gerade nicht dabei, den Kontrollpunkt irgendwie einzunehmen da oben. Ich glaube, ich muss doch nochmal Boss nehmen, damit wir das Spiel hier gewinnen. Ich bin einfach besser mit ihm. Schön, dass es noch anderen Leuten so geht, dass sie den Helden zum 50. Mal spielen und trotzdem nur noch überlegen müssen, was für Fähigkeiten sie haben. Ja, das Problem ist auch, dass es relativ viele Helden gibt und dadurch, dass man immer relativ viele verschiedene Fähigkeiten natürlich auch wissen muss bei den Helden. So, ja. Warum gehört der Kontrollpunkt schon wieder nicht uns? Wo ist das Problem? Das Problem ist da vorne und nennt sich Rebellen. Ja, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Ihr müsst nicht mehr sagen, ihr müsst nicht mehr sagen. Ups, 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 ups. So. Na dann beheben wir mal das Rebellenproblem hier. Und nehmen den Punkt einfach mal ein bisschen ein. So, jetzt sind wir auf jeden Fall unser ganzes Team hier. Jetzt sollte das auch werden. Was werden? Okay, wir haben nicht so viele Helden dabei. 2 Helden aktuell, wenn ich das richtig sehe. Oh nein, nicht schon wieder ein Wookie. Mit den Wookies habe ich ja bald meine Privatfehde, glaube ich, so oft, wie ich Probleme mit denen habe. So. Haha, Spieler beschädigt ist gut. So, wir sind wieder in unserem Angriffsmodus. So, konnten dabei auch helfen, Lando Calrissian auszuschalten. So, wo kommen die Gegner? Das ist immer gut. Da weiß man dann, wo die Gegner auch alle herkommen gleich. Das ist immer sehr beruhigend. Kommen nicht alle jetzt gleich wieder da aus der Ecke da vorne raus. Und dann stinken wir da noch ein bisschen rein. Mal gucken sie, was sie von den Toxinen halten. Was? Wo schießt der gerade hin? Ach, da schießt er hin. Schon wieder ein Wookie da vorne. So, Wookie ist erledigt. Kommandopunkt haben wir auch schon zur Hälfte eingenommen, aber es ist knapp, es ist knapp. Es läuft eigentlich gar nicht, also momentan nehmen wir zwar erfolgreich ein, aber die Zeit läuft jetzt davon. Die Zeit ist momentan unser Feind. Unser größter Feind in dem Spiel ist gerade die Zeit.
So, von wo kommen die Gegner? Die sind eigentlich gar nicht hier, Alter. Das ist gut, weil dann können wir weiter Kommandopunkte einnehmen, solange sie nicht hier sind. Ja, ich glaube, das gewinnen wir. Auch wenn wir nur 12 Sekunden haben, aber ich glaube, den Kommandopunkt, den gehen wir jetzt nicht mehr her. Oh, habe ich gesagt, den gehen wir nicht mehr her? Shit, wie viele kommen denn da vorne? Uiuiuiuiuiui. Lieber noch mal ein bisschen Toxine da rein. Oh, nachladen mal nicht verkackt. Sehr gut. Kommen jetzt wieder sehr viele da vorne. Aber noch gehört der Kommandopunkt uns. Wir sind in der Verlängerung und wir erobern ihn weiter. Das sieht gut aus. Es sieht sehr gut aus. Wir haben echt lange gebraucht, um da hinzukommen. Aua, 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 aua. Jetzt nicht sterben. Jetzt nicht sterben, Bravo. Wo ist denn der? Ach, der steht dazwischen, so zwischen den Dingern. Jetzt hörst du mal auf. Der hat echt zu lange gelebt. Na, endlich. Hab doch gesagt, das gewinnen wir. Hab's doch gesagt. Optimismus ist noch da. Optimismus funktioniert noch, das ist beruhigend. So, schöne Runde auf jeden Fall nochmal gewesen hier. Nochmal gezeigt, was wir alles können. Ich fange schon mal an, mich bei allen zu bedanken, die heute im Stream mit dabei waren. Ich bin hier sogar wieder Zweiter geworden. Danke natürlich auch an meine Moderatoren, die hier wie immer einen guten Job gemacht haben, dass hier nichts eskaliert ist, sondern alles brav geblieben ist. Nein, 95, ich schaffe die 100 Kills einfach nicht. Ich hatte einmal 99. Naja, was soll's. Wir waren auf jeden Fall im Siegerteam, haben erfolgreich hier gewonnen. Das hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Ich wünsche euch wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit euch sein. Servus. Nun hast du 4 Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinem Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.